Hallo zusammen. Na, wie geht's euch? So, Mr. Sotto Banco ist schon da, Haya auch. MFOMO, Bürger Lars, Serious Sam und Xtreme. Hallöchen, na? Hello again, ja, genau. Hat Feierabend und ist deshalb jetzt auch dabei. Hast du Spaß gehabt? Ja, das war cool. Hat mir gut gefallen, das Jurassic Park, Jurassic World Spiel. Steuermann, moin, na? Elli, hallo. Na, alles gut bei euch? Habt ihr den Tag noch gut rumgebracht, den Nachmittag? So, ich meine, ein paar haben wir schon gehört sozusagen heute. Alles unwichtig. Wo ist die Brille? Kurze Frage, ist die Musik jetzt zu laut? Weil ich glaube, wir hatten vorhin ja mal ein bisschen lauter gestellt, als wir gespielt hatten. Ist es jetzt okay oder ist es zu laut oder zu leise? Kyria, hallo! Dead Eye, danke für dein Follow. Nö, alles gut. Okay. Einen wunderschönen guten Abend. Bullyboy, wünsche ich dir auch. Hier. Also, ich kann sie euch zeigen. Niklas, moin. Da sind sie. Die verschiedenen Bibelbrillen. Eine Minute noch. Das RDR2. Red Dead Redemption heißt es, oder? Ist dann fertig. Wo ist es das? Ja, oder? Flip it, flip it. Unwirt, hallo! Ich sitze bestimmt nicht alle auf. Ja, nee, nicht jetzt. Das machen wir nur zum Zwiebelschneiden, Leute. Das ziehe ich nur zum Zwiebelschneiden an. Ja, wir können eine Abstimmung machen. Wir können eine Abstimmung machen. Ihr dürft die Farbe entscheiden, hier, welche ich heute aufsetzen soll. Okay, Fox, schönen guten Abend. Oh, die stinken ganz schön, ne? Oh, da ist auch noch so Kabelbinder drumherum. Wartet mal. Haben die irgendwie noch so einen Aufmacher hier? Also, wir haben. Ach, die sind ja doppelt und dreifach verpackt. Wir haben schwarz. Dann wenden wir es euch. Guten Abend. Triple Set. Moin. Dann haben wir so lila, dann haben wir weiß und dann haben wir grün. Jetzt reißt das Ding auf, Mensch, nicht, dass die Dämpfe der Brille schlimmer als die Zwiebeln sind. Ja, das könnte passieren. Jetzt guck mal, das ist nochmal, die sind nochmal jeder einzeln eingepackt. Ich muss mal kurz auspacken hier. Hier. Also, das ist die weiße. Guck mal, die haben sogar extra so Schaumstoff, dass sie so richtig abdichten. Oh Gott, oh Gott. Ich habe mir das jetzt übrigens auch nochmal durchgelesen, wie ich den Blätterteig schneiden muss. Ich glaube, dass ich jetzt weiß, wie es funktioniert. Wenn nicht, dann wird das kein Blätterteigkranz heute. Nee. Sieht sehr basic aus. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Und dir? Wie geht's dir? Wir haben heute schon fast 4 Stunden gestreamt, aber nicht gekocht oder sowas. Ich habe heute schon gespielt. Bisschen gezockt sozusagen. Oh. Und das war sehr entspannt am Nachmittag, muss ich sagen. War ein sehr entspannter Tag heute eigentlich. Da war ich noch kurz bei der Packstation, war noch schnell beim Rewe einkaufen. Und ja, dann ging es auch quasi schon fast wieder los. Muss ich noch umbauen. Ja. Also heute ein sehr streamlastiger Tag für mich. Aber alles cool. Mir geht's auch sehr gut, hatte heute einen Dreh mit einem Fernsehteam und war dann das erste Mal wieder in der Schule. Oh, sehr cool. Hat's Spaß gemacht? Stimmt, oder? Ich habe am Sonntag 15 Zwiebeln geschnitten. Was ist da? Nein, Fritz! 15 Stück, was hast du denn gemacht? Das ist ja mega viel. Ausgleich für Sonntag, heute 2 Streams. Genau, genau, sozusagen. Hey TV, hallo! Und jetzt?
Lila und grün. Okay, dann machen wir jetzt noch ein Stechen zwischen lila und grün. Ich sehe schon, Hauptsache die schlimmen Farben, ne? Ich habe euch durchschaut, Leute. Ihr wollt einfach, dass ich eine der schlimmen Farben aufsetze. Sind das die Zwiebelbrillen? Ja, genau, das sind die Zwiebelbrillen. Die sehr gut verpackt sind. Da ist so Kabelbinder drumherum, den ich nicht abbekomme, so jetzt. Aloha. Stone for Vienna. Hallo. Kannst du bitte alle mal aufsetzen, damit wir entscheiden können? Nee, das müsst ihr so entscheiden. Warte, ich leg die noch kurz hin. So, ihr seht ja die Farben. Taucherbrille aufsetzen beim Zwiebelschneiden. Das sind Zwiebelbrillen. Grün, beste, aber ich weine gern. Braucht man das? Nein, brauchen tut man das nicht. Es ist halt lustig. Aber brauchen? Nein. Ich hoffe, ich habe alles rausgetan, was wir heute brauchen. Eigentlich braucht man nämlich gar nicht viel für das, was wir heute machen. Ich muss nur gucken, wie wir das alles genau machen. Hallo Mods, wie auf Malle, Lucky, neue Brille, andere Farbe, Lebensgarantie. Ja, genau, genau so. Das ist aber gar keine grüne. Doch klar, die hier ist grün. Doch braucht man, soll ja stylisch sein. Die Pizza war sehr lecker, was gab's heute? Das freut mich, dass die Pizza gut war. Also wir machen jetzt heute, hast du jetzt gerade einen Rezeptvorschlag eingelöst? Okay, Zwiebelsuppe, alles klar. Also wir machen jetzt heute einen Blätterteigkranz mit Spinat, Feta-Füllung. Und jetzt, Alter, lass dich doch mal ausreden, alter Schwede. Wenn der mir immer in die Ohren brabbelt, kann ich nicht weiterreden. Das irritiert mich. Und heute Nachmittag haben wir schon gespielt. So, ihr könnt, wenn ihr Zwiebeln schneiden müsst, einfach einen Kapuzenpullover tragen. Dann nehmt ihr einen durchsichtigen Topfdeckel. Direkt zu eurem Gesicht mit Hilfe einer Kapuze. Ah ja, alles klar. So, jetzt hat Grün gewonnen. Das ist doch Gelb. Nee, das ist Grün. Alles Gute nachträglich zu Pfingsten. Einen schönen Abend, ihr lieben Personen, Tiere, falls vorhanden. Kinder, Maxi King direkt aus dem Kühlschrank genießen, ist hier auf Wolke 7 schämen. Wünsche ich dir auch von Cuba Libre. Da ist sie ja wieder. Ja, bin wieder da. Wie war das Stream heute Nachmittag? War leider nur... Der war gut. Also, ich fand ihn gut und es hat echt Spaß gemacht. Also, das Spiel ist cool. Das Outfit ist wieder sehr schick. Danke, danke. Doch, also mir gefällt das Spiel. Ich glaube, das werde ich auch, oder bin ich mir eigentlich sicher, werde ich öfter spielen. Was hat jetzt gewonnen? Grün, ne? Also die hier. Okay. Dann nehme ich mir die zur Seite. Für die Ziel. Pack sie hier mal kurz weg. Noch rechtzeitig reingeschafft. Na klar, kein Stress. Haben noch gar nicht angefangen quasi. Finde ich gut, dass du was Neues probierst. Ja, ne? Heute Nachmittag war ich noch in der Schule. Sehr exotische Zeit, in der Adventsstundenplan. Okay. Ich habe die Möglichkeit, beides zu wählen. Die Abstimmung, da konnte man auswählen sozusagen, welche ich aussetzen soll. So rumpasst. Okay. Also, wir machen einen Blätter... Oder wir versuchen einen Blätterteigkranz. Ich bin immer noch nicht 100% davon überzeugt, dass das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Aber... Also prinzipiell, ich habe hier so Blätterteigrollen, zwei Stück, die wir brauchen. Und wir müssen jetzt erstmal ausrollen und dann auf eine bestimmte Art und Weise sozusagen schneiden. Und dann wird das so gelegt und dann gefaltet sozusagen. Was soll ich denn jetzt sagen? Mein Mod hat eine Zwiebelsuppe eingelöst, einen Rezeptvorschlag für 20.000 Kanalpunkte gerade. Hast du super gemacht. Ich versuche es irgendwann zeitnah einzuplanen. Ich habe aber... Ja, die Woche ist ja schon komplett verplant. Und ich weiß nicht, ob ich für die nächste Woche auch schon was... Ja, doch. Also das Koch-Event ist ja auf jeden Fall auch schon. Das glaube ich dann nächsten Mittwoch nämlich schon. Dann müssen wir gucken. Vielleicht dann am Freitag oder so. Wollen wir die Zwiebelsuppe machen. So. Das wird schon, das wird richtig lecker. Ja, also ich glaube, jetzt habe ich das ausgepackt, ne? Eigentlich fängt man erst mit der Füllung an. Naja. Ein Glückskeks für HengiTV. Okay, warte. Wir öffnen noch einen Glückskeks. Mal schauen, was es spricht. Hier bin ich gespannt. Ich auch. Manchmal sind sie ja ganz schöne Sprüche, manchmal ist es ein bisschen komisch. Aber lassen wir uns überraschen. So.
Sie sind extrem diszipliniert, haben heute ein dickes Lob verdient. Also ein dickes Lob an dich. Timson, Hallöchen, na, wie geht's dir? Alles gut? So, also warte, ich tue den Blätterteig nochmal kurz zur Seite legen, Leute, weil wir müssen eigentlich mit der Füllung anfangen. Das war gerade taktisch ein bisschen unklug von mir. Aber wir brauchen Schüsseln. Und zwar... Ich glaube, eine reicht sogar. So. Ich habe hier Spinat, also tiefgekühlten Spinat. Den müssen wir jetzt mal kurz abwiegen. Wir brauchen... Jetzt muss ich mir mein Rezept noch mal kurz raussuchen. Wir brauchen 400 Gramm Rahmspinat. Den müssen wir kurz abwiegen. Haha, Lob stimmt vielleicht, aber diszipliniert bin ich gar nicht. Wie war dein Wochenende? Meins war schön, wie war dein Wochenende? Der Teig ist bestimmt empfindlich, oder? Naja, der Blätterteig, du darfst halt nicht zu stark dran ziehen, sonst reißt er. Aber sonst ganz okay. Alles schick soweit bei dir auch, nehme ich an. Wie ist der Urlaub? Ist super. Ich muss nicht arbeiten. Hallo, ist hervorragend. So, also. Wartet mal kurz. Waage drunter. Hat denn noch jemand Urlaub so? Oder wie sieht das bei euch aus? Ich glaube, die meisten müssen trotzdem arbeiten. Ne? Ich habe ja heute schon mal gefragt. Ich glaube, da waren auch alle irgendwie noch recht fleißig. Mein Wochenende war sehr gut. Hatte von Freitag bis Montag Stumpf. Oh, das ist natürlich auch cool. Deine, ja. So, warte mal kurz. Das ist irgendwie so cool an dem Spinat, weil das so kleine Stückchen sind. Da kann man halt echt gut abwiegen. Weil sonst hat man ja manchmal einfach nur so einen großen Block Spinat sozusagen. Das sind 405 Gramm, das passt sehr gut. Jo, Urlaub. Ich habe 100% Kurzarbeit seit 9 Monaten. Okay. Hab Urlaub, muss aber morgen wieder los. Oh nein. Aber das schaffst du. Dann hast du eine sehr kurze Woche immerhin. Du musst es so sehen. Mach das bei dir wie bei meinen Kollegen. Melde mich nach dem letzten Urlaubstag, verbreite schlechte Stimmung. Nee. Sleep at work repeat. Ach, sleep, eat, work, repeat, ja. Bin auch fleißig. Urlaub Ende Juni. Aber es ist absehbar so. Es ist nicht mehr allzu lang hin. Zählst du die Stückchen auch nach? Nein. Nein. Ich denke, dass wir da tatsächlich auch den Feta-Käse schon reinschnibbeln können. Ich lasse mal kurz rein. So. Und zwar habe ich hier, das sind 250 Gramm. Ich glaube, im Rezept stehen nur 150 Gramm, aber ich glaube, ich würde trotzdem den gesamten Käse einfach reinschneiden. Das ist so belassen wegen der Kohle. Aber bei dem Tiefkühlspinat ist immer so viel Wasser drin. Ich wollte mal für Pizza verwenden. Katastrophe. Echt so schlimm. Alles erträglich. Mir fällt gerade auf, dass Kochen ja voll gut zu meiner Ernährungswissenschaftsschule passt. Ja, so richtig. Pizza geht nur frischer Spinat. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber wenn ihr das sagt. So, ich schütte mal kurz die Flüssigkeit weg, die da immer drin ist. Schauen wir mal, ich weiß nicht, ob das funktioniert, das jetzt in den Schälchen drin sozusagen zu schneiden, weil dann bräuchten wir heute zur Abwechslung mal gar kein Schneidbrett. Mal sehen, ob das funktioniert. Wenn nicht, dann hole ich es doch noch raus. Aber der lässt sich, glaube ich, ganz gut schneiden. Seht ihr das? Ja, nee, ihr seht das. Also im Rezept stehen, glaube ich, 150 Gramm Feta-Käse. Das sind jetzt 250, weil ich finde, das macht irgendwie keinen Sinn, so eine Packung aufzumachen und dann irgendwie ja, 100 Gramm übrig zu lassen. So, wisst ihr, was ich meine? Yep, habe ich nun gelernt. Ja gut, manchmal muss man auch Sachen ausprobieren und dann merkt man halt, ja, hat vielleicht doch nicht so gut funktioniert fürs nächste Mal dann. So, Ika kocht oder backt extra Sachen, muss ihre neue schicke Brille nicht braucht. Doch, da kommt heute auch eine Zwiebel rein. Champignons sind auch sehr wichtig. Ah, nee, ich mag gar keine Champignons. Predator, Hallöchen.
Zu viel Käse geht halt auch nicht. Immer rein, mache ich. Henry, hallöchen, guten Abend, na? Alles gut? So. Mal kurz noch. Der klebt halt immer so, ne? Der ist zwar durchgeschnitten, aber die kleben immer so aneinander. Ja, Hände waschen. So. Ich nehme jetzt noch einen Löffel. So ein bisschen. So. Dann brauchen wir jetzt, glaube ich, einen Topf. Da muss ich jetzt noch mal kurz nachlesen. Zu viel Käse? Was soll das sein? So was gibt es nicht. Na gut, da will ich nichts gesagt haben. Zwerghallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. So, wir brauchen, also wir müssen jetzt gleich noch die Zwiebel schälen und schneiden, Knoblauch schälen, fein hacken, dann Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin etwa 2 Minuten andünsten, Spinat zufügen, mit Salz, Pfeffer, Curry würzen. Ah, die hätten den Feta-Käse dann erst drauf gemacht. Ja gut, jetzt haben wir den schon mit drin. Auch egal. Dann kann er ein bisschen mit schmilzen sozusagen. Stone, vielen, vielen lieben Dank für deine 100 Bits. Dankeschön. Bei dir sieht man, dass dir die Küche Spaß macht? Ja, schon. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob das mit dem Blätterteig hinhaut. Aber, und was ein bisschen ärgerlich ist, ich habe eigentlich gehört, da oben drauf, also wie soll ich das sagen, wenn der Kranz sozusagen am Schluss fertig ist, wird er mit Eigelb eingepinselt. Und dann wird da eigentlich Sesam drauf gemacht. Und ich habe extra Sesam bestellt, weil ich keinen da hatte. Und das hieß, dass das bis heute ankommt und ratet, was nicht angekommen ist. Und jetzt war ich ja heute noch in Rewe einkaufen und ich war auch am Montag beim Kaufland einkaufen und ich habe nirgendwo Sesam bekommen. Ich weiß nicht, ob ich einfach blind bin und die nicht finde, aber ich habe keinen Sesam bekommen. Ja, jetzt können wir halt keinen Sesam oben drauf machen. Ich bin leider zu spät, hatte meinen Turmbeutel vergessen. Alles gut. Wir passen auf dich auf, wird lecker. Okay, danke. So, jetzt habe ich vergessen. Also, eine Zwiebel und Knoblauch. So, wie ist eigentlich das Wetter bei dir, euch hier im Norden? Geht es runter und drüber? Also, aktuell ist es trocken und es geht ein bisschen der Wind, aber es hat heute Nacht schon ganz, ganz lang geregnet und es hat auch bestimmt bis heute Mittag ungefähr durchgeregnet. Also auch, ja, irgendwie ein verrücktes Wetter. Wisst ihr was, dann brauchen wir ja heute doch ein Brett, ne? Ich dachte, wir brauchen kein Brett, aber ich habe die Zwiebel vergessen. Wir brauchen ein Brett. So, ich muss es kurz holen. Oh, die sieht er da? Müssen wir mal gucken, ob wir die noch nehmen können. Sesam steht meistens ganz unten im Regal neben Schwarzkümmel. Ja, aber ich habe ja, also ich sag mal, die Gewürze, die sind ja meistens alphabetisch sortiert. Und ich bin ohne Scheiße, vor allem, ich bin nämlich extra Dienstag zum Kaufland gegangen, weil der hat eigentlich immer ein recht großes Sortiment bei uns, halt auch unterschiedliche Hersteller, Marken, keine Ahnung, an Gewürzen. Und ich bin wirklich da so ein Riesenregal, ich bin das ganze Regal abgelaufen, habe überall geguckt, ich hab's nicht gefunden. So, keine Ahnung. Wir haben noch April. Hast du deine Schwester schon wegen... Nein, habe ich noch nicht gemacht. Das habe ich vergessen, bin ich ganz ehrlich. Sesam gibt es meistens in Tütchen, die stehen unten. Aber da habe ich auch geguckt, bei den Lorbeerblättern und was weiß ich was. Ich habe es nicht gefunden. Ich hab mir wirklich Mühe gegeben. Aber keine Ahnung. So, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch blind. Ja, aber ich hab's echt nicht gefunden. So. Ich habe diesmal tatsächlich auch mal wieder frischen Knoblauch gekauft. Das war eine C. Perfekt. Den kaufe ich ja eher selten, aber wir brauchen für die Rahmen auch relativ viel und Lost? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich gebe es zu. So. Wir brauchen noch ein Abfalleimerchen. Eine Abfallschüssel.
Schüssel. So. Also, das war ja hier immer mit draufdrücken, ne? Mal gucken, ob das mit dem kleinen Messer auch geht. Hm. Drück nochmal drauf. Dann Sieb. Abfall ist da. Ja. So, jetzt. Ah ja, jetzt geht's besser. Jetzt habe ich ihn aber auch ein bisschen gebrochen. Ich habe den Knoblauch gebrochen. So, jetzt ist er geschält. So. Das machen wir noch ab. Ich nehme noch kurz einen kleinen Topf, wo wir gleich alles reinmachen. So. Dann kann ich das da gleich vielleicht reintun. Wartet mal. So. Heute auch Handschuhe zu der Brille. Die habe ich wieder vergessen. Ich denke da zurzeit einfach nicht dran an die Handschuhe, bin ich ganz ehrlich. So, wie schneiden wir die jetzt am besten? Bisschen groß, ne? Brille, auf geht's. Oha, 1000 Bits, vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Warum Handschuhe geht's bei der Heizung nicht? Geht bei dir die Heizung nicht? Nee, ich ziehe ganz gerne mal Handschuhe an, wenn es darum geht, Zwiebel zu schneiden, weil die Hände danach einfach immer stinken. So Einmalhandschuhe, so die man auch zum Putzen oder sowas anzieht. Aber ich vergesse sie auch sehr, sehr, sehr oft. Ja, naja. So, dann ziehe ich die wunderschöne grüne Zwiebelbrille auf und der was hängt? Weg da. Achso, ja genau, so Operationshandschuhe, richtig. So, mal sehen, ob das auch was hilft. Aber das kann ich nicht beurteilen, vielleicht ist ja auch die Zwiebel einfach total... Alex, sieht das scheiße aus? Okay. Guck einfach so, dann sieht man das gar nicht so. Die Hände riechen dann lecker. Mhm. Dr. Akula, ja. So, irgendwie macht die dunkel. Das hast du eine Sonnenbrille oder was hier? Stylisch, ja, danke, danke. Also das ist das Mode-Accessoire. Was haben wir in 2021? Ja, aber die, ich kann die nicht ganz dahin machen. Also irgendwie dichtet die bei mir nicht ab. Das ist nicht hundertprozentig. Naja. Aber irgendwie ist die Zwiebel da schon nicht mehr gut. Ja, okay, das kann man wegschneiden. So, also. Must have diese Saison. Ganz genau, ganz genau. Also, ihr wisst, was ihr euch demnächst alle kaufen müsst. Vielleicht hat die Beleuchtung, dass der neueste Trend. Haha, steht hier. Danke. Schon, oder? Ich finde sie auch total sexy. Also. Vakuumpumpe anschließen. Muhahaha. Ja. Es war mir schon klar, dass da Clips gemacht werden. Agus, Abend, na? Alles gut? So. Also. Geschält ist es schon mal. Jetzt geht's ans Schneiden. Du siehst jetzt aus wie Lady Gaga. Danke, danke. So. Sieht gut, ja doch, die ist gut. Die hatte hier nur so eine schlechte Stelle, aber die habe ich weggeschnitten. Das hat gepasst. Das Messer ist ein Tick zu klein, fast schon. Aber es geht trotzdem. So. Ich habe ja letztens meine Messer hier geschärft. Das hat echt gut funktioniert. Und ich merke tatsächlich einen Unterschied. Das fand ich ein bisschen lustig so. War mir nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich merke, aber doch, ich merke tatsächlich einen Unterschied. So, die Zwiebeln zerfallen.
Wie immer. Na! Also ich merke, dass die Zwiebel beißt. Es geht auch ein bisschen durch, aber ich glaube tatsächlich, so doof wie sich das anhört, aber ich glaube, ein bisschen was bringt sie. Aber es geht trotzdem ein bisschen durch, weil es bei mir nicht so ganz anliegt, ne? YouTube Trends incoming, habe ich in Newstime schon informiert. Super. Die Rahmen kommen Freitag 15. Ja, genau. Ich habe auch schon, ich glaube, jetzt habe ich auch alle Zutaten da tatsächlich. Das hatte ja heute geklingelt während dem Kochstream. Da sind die, ich habe extra so ein Gewürz bestellt und die Rahmen habe ich auch bestellt, weil ich die auch im Supermarkt nicht bekommen habe. Und ich habe heute Sprossen noch. Die habe ich beim Rewe tatsächlich bekommen. Jetzt glaube ich, habe ich alles. So, habe auch die Zwiebeln geschnitten, das 15 Mal. Bin auf dem Rückweg vom Kunden, werde gleich noch kurz beim Lieblings-Sushi-Laden anhalten, das Abendessen besorgen, keine Lust mehr auskommen. Ne, ist doch voll okay. Hallo an alle, das Schneidbrett vor Anfeuchten hilft auch gegen die Drillen. Ja, hier, oder die super, super stylische Zwiebelbrille. Aber danke. Müsste dann später kommen. Freitags geht die Schule recht lang. Ja, alles gut, alles gut. Vielleicht sitzt ja eine der anderen Brillen besser. Ja, yes. Wer weiß, aber ihr wolltet die grüne haben. Jetzt habt ihr die grüne. Moin, schicke Brille, Peter Bielersen, dankeschön. So. So, Leute. Ihr dürft sie noch einmal bewundern. Die schicke, schicke Zwiebelbrille. Oder einfach kein Weicher sein und es aushalten. Die Mai-Brille, ja genau. So, und ich setze wieder ab. Gut gemacht, dankeschön. Genau, die Tränensäcke wollen auch trainiert werden. Ja, ja, die trainiere ich oft genug hier beim Zwiebelschneiden. So. Ah, da ist so ein Ende. Was kommt noch raus? So. So sieht's aus. Ich zeig's mal ganz kurz. Ist jetzt die Frage. Ja, ich kann euch eigentlich ja kurz rüberstellen und dann die Kamera wieder herholen, sozusagen. Muss nur ganz kurz mal. Wir brauchen nämlich später auch ein Backblech, deswegen habe ich das heute rausgetan. Das steht drüben. So, dann tue ich jetzt die kleine Kamera noch drüber. Sieht man das? Ja, oder? Ja. Ein bisschen Öl fehlt noch, ne? Wir haben noch kein Öl drin. Du könntest auch gewürfelte TK-Zwiebeln kaufen, dann entfällt das. Das wäre natürlich auch mal eine Idee, ja. Superheldentarnung, absolut. Weil jetzt lassen wir erstmal oder braten wir erstmal sozusagen die Zwiebeln ein bisschen an oder so glasig anschwitzen, wie auch immer. Und dann kommt der Spinat mit dem Käse noch dazu. Nee, Kochstream muss ja auch richtig gekocht werden. Geht nichts über frisch geschnitten. Ich habe tatsächlich noch nie TK-Zwiebeln gekauft. Also da muss ich sagen, kann ich nicht mitreden. Weiß ich nicht, aber ich stelle es mir als eine sehr praktische Lösung vor. So, wir müssen nämlich jetzt, also das wird ja die Füllung, die dann in den Kranz reinkommt. Und wir müssen jetzt quasi einmal zubereiten. Und wenn die, also wenn der Spinat und sowas alles weich und, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, gekocht ist, keine Ahnung, oder halt warm ist, dann kommt die ganze Masse nämlich wieder vom Herd runter und die muss dann nämlich noch abkühlen. Deswegen hätte ich gesagt, machen wir das jetzt als erstes. Und
Wenn wir das soweit haben, dann kommt die kleine Kamera wieder hier rüber und dann kümmern wir uns um unseren Blätterteig, den wir ja schneiden und legen und falten müssen dann. Genau. Frische Zwiebeln duften sehr schön. Ja, wenn sie nicht beißen. Ach du liebe Zeit, ich schreibe ja morgen an die Klausur. Oh, oh. Na dann, musst du noch lernen? Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Da bin ich ja, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass ich sowas nicht mehr habe. Irgendwelche Klausuren schreiben oder Schulaufgaben oder Prüfungen oder whatever. Nee. So, da kann ich nur sagen, mein Beileid, und ich bin echt froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Viel Erfolg, kommt noch, Nika. So. Muss ich mal kurz rüberschauen. Wird zwar schon heiß, ich habe es nämlich jetzt auch nicht ganz aufgedreht, also nicht auf volle Pulle sozusagen, weil die Zwiebeln ja schon mit drinnen sind, aber jetzt habe ich es gerade noch mal ein bisschen aufgedreht. Was machst du heute Abend noch? Gibt es einen Film? Entweder einen Film oder ich gucke selber dann am Abend tatsächlich ganz gern ein bisschen Twitch. Irgend sowas, ja. Ich muss mal schauen, ob ich noch irgendwie was aufräumen, ja, vielleicht muss ich auch noch ein bisschen aufräumen. Ich schieb's hier so ein bisschen noch vor mir her, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber so vielleicht ein bisschen aufräumen und dann denke ich, werde ich entweder, je nachdem, Twitch oder irgendeinen Film mal gucken. Oh, huch! Voila! Ich hab schon wieder... Fuck it! Ja, brauche ich mich nicht wundern. Ja, weiß ich. Wieso steht denn das so schief? Ist jetzt besser? So. So, wartet kurz, wo war ich? Wen guckst du auf Twitch so? Unterschiedlich. Also ich habe selber auch einige Kochstreamer in meiner Liste oder halt auch so größere Streamer. Was ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gern gucke, ist Valorant und Among Us. Schaue ich mir irgendwie gern an. Ein Unfall. Ja, da kippt die Cam um, so sprachlos war die. Ja, frag mal mich. Richtig gut wird es erst, wenn du dem eigenen Nachwuchs Trigonometrie erklären sollst. Um Gottes Willen, Montys. Ja, nein. Mein Beileid. Da hätte ich... Oh, jojoj, boah. Nee, da hätte ich auch nicht viel Lust drauf. Aber was willst du machen, ne? Da kommst du dann in dem Moment auch nicht drum rum. So, ich sehe gerade, dass sie auch voll schief jetzt ist. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber jetzt brutzeln sie schon so langsam. Jetzt dauert es nicht mehr lang, dann können wir den Spinat dazu geben. Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, dafür wird es mir auch ein bisschen grausen, muss ich sagen, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, so, denen dann irgendwie bei den Hausaufgaben helfen und irgendwelche Sachen erklären, so, um Gottes Willen. Uiuiui. Ich denke so, am Anfang ist es ja noch easy, ne? Aber umso älter die werden, umso höher die Klasse wird. Max Lunte, guten Abend. Na, wie geht's dir? Alles gut? Ja. Die Kinder nur trollen. Ja, aber das kannst du ja dann auch nicht machen, ne? Das ist ja das. So, du musst dir ja dann Mühe geben.
die Spinat-Feta-Füllung einfach mal dazu. Oh, hoffentlich reicht der Topf. So. Das verliert ja dann noch, wenn er dann weich wird, dann verliert er ja auch an Volumen, sage ich jetzt mal. Da ist erst im Teenageralter dran, aber mein Berufstrigo manchmal dran. Okay. Machst du Funkpeile? So, könnt ihr zwei, dich zur Schule und dann setzt uns irgendwo am Ritterstopper. Uiuiui. Sehen Sie, Andrea. Ich glaube, das könnte ich gut. Ich bilde ja eigentlich auch gerne unsere Azubis aus. Ja! Also ich glaube, ich hätte auch nicht unbedingt das Problem mit dem Erklären an sich. Aber eher, wenn es dann halt so doofe Themen sind, wisst ihr, so die ich halt selber in der Schule vielleicht auch schon irgendwie gehasst habe oder wo ich schlecht drin war. So, und dann muss man genau das zum Beispiel seinen Kindern erklären oder so. Oh. So, das ist, glaube ich, das Schlimme dran. So, ich rühre hier mal immer wieder ein bisschen um. Ja, man sieht schon, es wird schon. Jetzt muss ich nur gucken, dass unten nichts anbrennt. Ich dachte, oh, ich kann auch runterdrehen. Ich habe noch volle Pulle hier eingestellt. Sieht doch schon prinzipiell ganz gut aus. Dafür hast du ja dann Frau Mann, die das kann. Okay. Das sind Grundlagen der Mathematik. Die Sachen, die ich gehasst habe, kann ich mittlerweile, weil ich sie dann doch fürs Leben gebraucht habe. Der liebe Pythagoras. Ja gut, der ging ja noch. So. Jetzt muss ich kurz schauen. Und zwar, wir würzen das jetzt, glaube ich, nämlich schon. Also eine Knoblauchzehe ist ja schon drinnen. Blaue Karotte, Hallöchen, na, wie geht's dir? Wir brauchen jetzt noch einen Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel Pfeffer und einen halben Teelöffel Curry. Das Aktensuchgerät zum Beispiel, was machst du denn da? Wir machen also das jetzt gerade eine Spinat-Feta-Mischung und wir machen einen Blätterteigkranz, oder das soll es werden, wo dann diese Füllung reinkommt. So, Salz, Pfeffer und Curry, habe ich gesagt, ne? Mach ich alles vorne. Perfekt. Oder war es Salz, Pfeffer, Curry, oder? Jetzt schaue ich nochmal. Salz, Pfeffer, Curry, okay. Das hört sich für mich nicht gut an. Wieso das denn? Ich finde, das hört sich lecker an. Wie gesagt, das einzig Doofe ist, dass ich keinen Sesam habe. Einen Teelöffel Salz. Also. Ich würze quasi schon mal. Wo bekommst du jetzt einen Viertel Teelöffel? Ja gut, ich sammle Teelöffel und dann machst du halt ein bisschen nach Gefühl und ein bisschen gucken und dann so Pi mal Daumen, dann passt das schon. So, Salz ist schon mal drin. Ich habe schon wieder vergessen, was war. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Einen viertelten Teelöffel Pfeffer, okay. Und einen halben Curry. Wir machen erst den halben, das glaube ich. Der hat irgendwie. Der Streuer ist irgendwie nicht so cool, weil der hat voll die kleinen Löcher. Da kommt immer nichts raus. Das war ein Viertel Esslöffel.
Das war ein ganzer Teelöffel. Aber was mache ich denn jetzt? Jetzt gehe ich mit zwei Streuern dahin. Völlig lost heute. Jetzt noch ein bisschen Pfeffer. Lust! Dann habe ich mich verhört, was es sein sollte, ja. So, jetzt kommt der Viertelte. So, Pi mal Daumen, wie gesagt, da ist jetzt schon mal was drin. Jetzt rühren wir das Ganze mal noch gut um. So, und jetzt, mehr ist es hier tatsächlich auch schon gar nicht. Das kommt jetzt auch von der Herdplatte runter, weil es jetzt noch ein bisschen abkühlen wieder soll. So. Und jetzt können wir nämlich den Blätterteig schon mal weitermachen. Ich steige hier nicht durch, doch meine Englischsprache nicht lernen muss. Oh je, was geht's denn? Was musst du denn lernen? Ich muss jetzt mal kurz gucken. Ich kann den Backofen schon mal vorheizen auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Das mache ich mal schon mal. So. Okay, und jetzt? Jetzt kommt's. Irgendwie hat meine Kamera da gerade was verloren, als sie umgefallen ist. Also was heißt die Kamera? Der Ständer eher. So ein Plättchen. Panflötentrauma. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Und ich habe dran gedacht, Leute. Ich schreibe jetzt wieder auf die Tafel auf. Oh, wisst ihr was? Ich habe die von heute aber noch nicht drauf geschrieben. Ne? Die müssen wir dann auch noch drauf schreiben. So, okay, ein langer Name auf jeden Fall. Schreib dich mal hier so runter. Ha. So, vielen lieben Dank für deinen Sub. Freut mich. Und dann habe ich heute ja noch einen Resub vom Bürger Lars bekommen. Den müssen wir auch noch aufschreiben. So. Das ist 81, oder? Hinten dran. Ja. Ja, 81. So. Hatten wir heute noch jemanden? Oh ja, den Chris. Der Chris wollte immer nicht auf die Tafel, das stimmt, ja. Mehr waren es, glaube ich, nicht, ne? Nicht, dass jetzt jemanden vergessen. Okay, sehr gut. Haben wir das auch erledigt? einen wunderschönen guten Abend. Martin, wünsche ich dir auch. Wir schreiben eine Klausur über eine Kurzgeschichte. Doof nur, dass ich letztes Mal krank war. Oh, das ist echt doof. Guten Morgen, wie geht's dir? Süddog, mir geht's gut. Und dir? So, was wollte ich jetzt machen? Blätterteig, ne? Glaube ich. So, also. Jetzt. Und zwar. Wir haben ja hier. So, warte, ich stelle den Abfall mal kurz weg. Was ist denn mit dem Chris los? Warum die Tafel Antipathie? Ja, das ist, weiß ich auch nicht. Verstehe ich auch überhaupt nicht. Aber da sind ein paar Leute, die immer sagen, nee, du brauchst mich nicht auf die Tafel schreiben. Oder nie, bloß nicht. Okay, okay. Braucht man da frische Blätter? Also ich habe, das ist so ein gekühlter, also aus der Kühltheke. Es gibt ihn aber, glaube ich, sogar auch tiefgekühlt. Also man kann eigentlich beides nehmen. So, wartet mal. Ja, wir können ihn ja eigentlich hier drauf lassen, ne? Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe. Warte, seht ihr den ganz? Das ist jetzt, mal schauen, ob wir wahrscheinlich nicht, ja, fast, ne? Also einmal würde ich sagen, weil müssen wir ihn so schneiden. Also einmal so längs und dann noch zweimal so. Und dann haben wir theoretisch 6 so Quadrate. Und die müssen wir dann so diagonal halbieren sozusagen, dass wir so lauter so Dreiecke bekommen. Das müssen wir bei beiden machen und die müssen wir dann irgendwie aneinander legen und dann später halten. Aber jetzt schneiden wir erstmal. So. Wisst ihr, so ungefähr? Oh, Pandachen, hallo! Also,
Heieiei. Ist das ungefähr die Hälfte? Ja, ne? Pi mal Daumen. So. So ungefähr? Okay. 12 Stück insgesamt. Ja. Genau. Und dann aber, wir haben hier nochmal einen und dann wären es insgesamt sozusagen 24. Woran erkennt man, dass Geometrie doch nicht unwichtig ist? Ey, Pannerchen, vielen lieben Dank für deinen Resub. 5 Monate schon. Krasser Scheiß. Wie im Himmels Willen schreibt man dann eine Outline. Oh, keine Ahnung. So, Pannerchen, du kommst selbstverständlich auch auf meine Tafel. Hier, ich habe den schwarzen Stift da gerade hingelegt. Was gibt's Leckeres? Wir machen einen Blätterteigkranz mit einer Spinat-Feta-Füllung. So. Ist immer hier ein bisschen schwierig. Was ist das? 9773, ne? Ja. Oh, bisschen tief geworden. So. Genau, aber es soll ein Blätterteigkranz werden. Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, wir könnten das hinkriegen. So, also. Schneide ich die erstmal alle hier einmal so. Ja. Okay. Funktioniert ja bis jetzt eigentlich ganz gut. Hast ein gutes Augenmaß? Danke. Erstmal die Flasche umwerfen. ja, eben, das ist das Problem. Dass das Ei da runterfällt. So. Haben wir Zucker bekommen? Naja, dann schnell was essen. So, den lege ich jetzt mal kurz zur Seite so ein bisschen, wenn das irgendwie geht. Dann können wir den anderen noch schnell machen. Und mit dem machen wir jetzt eigentlich genau das gleiche. Die Trigonometrie aus. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na? Was ist das für ein Kack? So. Jetzt. Ach, Wanderchen. Ich habe jetzt auf jeden Fall sehr viel Plastikmüll heute schon produziert. Auch mit der Zwiebelbrillenverpackung. Krass. So. Also hier auch wieder ausrollen. Seht ihr es ungefähr? So ist das. Oh, sorry, die steht im Bild. Hab gerade eigentlich Online-Tanztraining, kann aber nicht mitmachen, ohne da zu gucken. Ist so langweilig. Oh, wieso kannst du denn nicht mitmachen? Und was für ein. Ist es so Standard-Tanz oder was für Tanztraining hast du denn? So, ja, ist ein bisschen schief irgendwie geworden, aber gut. Also, wie gesagt, ich mache das jetzt einfach so. Pi mal Daumen. Da ist bestimmt dann das eine Stück größer als das andere und das andere ist ein bisschen kleiner, aber ich denke, das ist nicht so wichtig. Ich lade jetzt meine Bio-Hausaufgabe über Nervenbiologie und Synapsengift hoch und lass es mit dem Lernen. Das wird schon irgendwie morgen. Okay, wenn du das sagst, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen für morgen. Du machst das schon. So, also geschnitten ist es schon mal. Muss leider wieder los. Viel Erfolg, Nika. Viel Spaß. Schönen Abend euch allen. Timson, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend.
Bis zum nächsten Mal. Karnevalstanzen, also gerade Tanz und ich kann nicht mitmachen, weil ich mein Knöchel. Oh nein! Das ist natürlich voll schade. Aber dann drücke ich dir die Daumen, dass du schnell wieder mitmachen kannst. Aber krass, Karnevalstanzen. So richtig mit, wie sagt man immer, in so einer Garde? Heißt doch immer so, oder? Das sieht ja schon immer sehr krass aus, muss ich sagen. So, da habe ich immer Respekt vor. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie die das jetzt legen. Also so, grundsätzlich sonnenförmig. Die Frage, kriege ich das hin? So, wartet mal. Jetzt muss ich kurz, ich habe hier mein Backblech. Und da habe ich, wir nehmen das hier zu Hilfe. Das ist von einer runden Kuchenform sozusagen, der Boden. Und ich würde jetzt quasi ein Backblech hier drauflegen. Dann sieht man immer noch, da sind ein paar Brösel und meine Aufbackbreze heute noch drauf. Ja, machen wir es so. Man sieht hier auch voll die Brezenabdrücke. So, ich würde das hier so drauflegen und dann können wir quasi die Blätterteig-Dreiecke da so drauflegen. Weil dann haben wir so eine Grundform sozusagen, dass es halt auch wirklich ein Kreis wird. Bin jetzt so gespannt, ob wir das hinbekommen. Weil ich immer noch nicht genau weiß, wie wir die jetzt am besten legen sollen. So, ich stapel jetzt mal kurz. Also, ich weiß nicht, ob man das sieht. Also man sieht das schon noch durch hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera rüberkommt. Ja, man sieht es schon. Ah, Brezen, jetzt kommt es raus. Ja, ich liebe Aufbackbrezen. Ich stehe dazu. Das ist ein geiler Scheiß. So, ich muss mir das nochmal kurz angucken. Also innen sieht das immer sehr gerade aus. Also ich würde sagen, das hier ist immer so innen. Okay, ich probiere das jetzt einfach mal. So, ich muss das jetzt, glaube ich, einfach selber mal ein bisschen ausprobieren. Also, so quasi. Und dann... Ja, wie kommt dann die nächste drauf? So, dass sie immer so ein bisschen überlappen und dann kann man die später sozusagen, dass es so ein Kranz wird. Ich weiß ja nicht, wie stark die überlappen müssen. Ja klar, habe ich mich schon mit einer Locher verletzt. Was? Mit einem Locher? Hat es jemals jemandem gegeben, dass ich mit einem Locher verletzt hat, dann wäre ich der Erste. Ja, macht das seit circa 6 oder 7 Jahren, ist bei uns aber ganz entspannt, gibt auch ganz andere Garden. Okay, aber finde ich cool, finde ich richtig, richtig cool. Also, Respekt, auf jeden Fall. So, also nicht wundern, ich gucke mir das Bild da an. Warte, ich kann euch das ja mal kurz zeigen. So, wie das bei denen aussieht. So sieht man das so ein bisschen. So, ich orientiere mich gerade sozusagen an diesem Bild. Und so ungefähr soll das dann auch aussehen. Ich glaube, aber irgendwie bin ich da noch nicht. Irgendwie, ich muss das noch anders hinlegen. Eigentlich sieht es... ich glaube, ich muss es auch weiter überlappen lassen, sozusagen. Beim Blätterteig würde ich immer an den Falten jetzt scheitern. Ja, da bin ich aber gerade auch ein bisschen am Scheitern. Ich mache jetzt einfach mal weiter, keine Ahnung. Also sie haben auf jeden Fall immer eine gerade Seite, ist irgendwie immer drinnen. Wir probieren das jetzt einfach. Keine Ahnung, wir sehen dann schon, ob es was wird oder nicht. Leg erstmal die Sonne, ich versuch's, ja. So, jetzt muss langsam der Knick, die Kurve her. Das ist natürlich jetzt doof, weil ich irgendwie nach hinten eigentlich auch nicht mehr richtig viel Platz habe. Muss jetzt ein bisschen schauen, so.
Aber es funktioniert, glaube ich, doch ganz gut. Früher hat man das Rezept auf Papier gehabt, da war nichts mit Handy, unglaublich heutzutage. Ja, das stimmt, aber ich muss auch sagen, ich habe es mir am Anfang, als ich angefangen habe hier mit Streamen und Kochen, habe ich mir die Rezepte auch noch ausgedruckt tatsächlich immer, die ich mir rausgesucht hatte. Und das ist halt so viel praktischer, wenn du einfach, keine Ahnung, Tablet oder Handy oder was auch immer in die Hand nimmst, so. Du kannst, ich weiß nicht, und du sparst dir halt auch einfach das Papier, ne? So, du musst dir nichts nochmal extra ausdrucken oder so. Ist schon praktisch. Umdrehen kannst du immer noch, ja. Aber ich glaube, so sieht doch bis jetzt. Ja gut, ihr seht es nicht so ganz, aber ich glaube, es sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Wartet mal, ich zeige es euch kurz so. Muss ich kurz schauen, wow, wo ich hindrehen muss. Wo, wie. So sieht es gerade aus. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? So, oh, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das nicht erwische. Wow. Und dass es stehen bleibt. Okay. Ich muss jetzt los, muss noch lernen, schreibt die nächsten zwei Tage Montagklassenarbeiten. Viel Spaß. Sieht doch, dann wünsche ich auch dir viel Glück bei den Klassenarbeiten. Schönen Abend dir noch. War das Backpapier schon mit dunkel in der Mitte? Nee, das ist, weil ich Aufbackbrezen da schon drauf gehabt habe. Also das ist kein frisches Backpapier, das habe ich schon zweimal benutzt. Ich weiß nicht mal, wie sowas geht. Es kann sein, dass der Innenkreis zu groß ist. Meinst du? Der Vorteil am Papier ist, dass man schnell Änderungen eintragen kann. Das ist natürlich richtig, ja. Das richtige Rezept für die Kieler Woche. So, also ich habe jetzt noch eine Packung, sozusagen. Man spart überall, ja, richtig. Ich kann ja versuchen, hier das so ein bisschen kleiner zu machen vielleicht noch. Also den Innenkreis kleiner zu bekommen, wisst ihr, was ich meine? Oh, ich habe noch einen Follow verpasst. Ich habe sogar mehrere Follows verpasst. Von Komste mit Buffen und Kanax Poppen Xanax. Dankeschön für die Follows. Sieht aus wie so ein Kreissägeblatt. Ein Kreissägeblatt. Tja. Oder wie eine Sonne, ne? So, je nachdem. Der eine sieht da ein Sägeblatt, der andere sieht eine Sonne. Ich weiß halt nicht, ob ich da den Abstand zwischen den Blättern quasi zu groß gelassen habe. Und die hätte noch mehr überlappen lassen müssen. Das weiß ich halt irgendwie selber nicht so genau. Das wird schon zwar keine Ahnung, worum es in den Klassenarbeiten geht, aber let's go, bin ausnahmsweise optimistisch. Das ist immer gut. Das ist eine gute Einstellung. Ich glaube, es bleibt sogar ein bisschen Blätterteig übrig. Irgendwie. So hätte ich nämlich gesagt, wäre sie jetzt theoretisch schon fertig. Also wäre sie jetzt ganz. Jetzt habe ich nur dann das Problem, wenn ich die Fülle oder wenn ich die Füllung sozusagen drauf mache, dass hier so ein bisschen, also hier ist quasi ja der Tortenboden zu Ende. Ich glaube, mir läuft das jetzt dann alles so ein bisschen nach unten. Schau nochmal aufs Handy. Und dann? Ich schreibe auch morgen, habe keinen Plan, also lass ich's. Ein guter Krieger weiß, wo man die Schlacht verloren ist. Oh, positiv bleiben. Sieht kreativ aus. Ja, das ist es theoretisch. Aber was wirklich, wirklich schade ist, was mich auch ein bisschen ärgert, muss ich sagen, dass der Sesam jetzt nicht gekommen ist. Weil eigentlich, also müsste ich das so vorstellen, da kommt jetzt dann die Füllung rein. Dann klappen wir das halt so zu, dass es so einen Kranz ergibt. Dann nehmen wir das Eigelb, pinseln das oben noch mit ein. Und dann würde eigentlich noch so schwarzer und auch weißer Sesam draufkommen. Und den habe ich halt jetzt nicht. Und dann sieht das, finde ich, nicht so schön aus. Aber ich weiß nicht, was ich sonst drauf machen soll. Weiß nicht, könnte irgendwie noch ein grünes Gewürz, keine Ahnung. Aber ist halt irgendwie ist es doof. So, das ärgert mich ein bisschen. Ich hatte Sesam hier. Ja, Mensch, Henry, hättest du es mal gesagt. Nee, ohne Witz, ich habe nämlich extra, ich habe extra einen bestellt, weil ich wusste, ich habe keinen. Und da stand nämlich da, Lieferung bis Mittwoch. Das ist ja okay, ist ja nicht schlimm, wenn es Mittwochnachmittag kommt oder so, alles gut, ne? Was ist nicht gekommen? Sesam. Wien's Kitchen, hello, wie geht's, wie steht's? Alles super, und bei dir? Wir versuchen uns gerade an einem Blätterteigkranz mit Spinat-Feta-Füllung. Mal sehen, ob es das wird. Kannst ja von Sesambrötchen das Sesam... Ja, ich habe aber kein Sesambrötchen da.
Vielleicht Petersilie als Topping danach? Kannst du den Boden jetzt nicht rausziehen? Ah, lieber nicht. Weil ich glaube, ich fände es dann wieder gut, wenn ich das dann auf das Backblech tragen muss, sozusagen. Da ist es praktisch, wenn ich quasi den Tortenboden unten drunter habe. Mahlzeit, alles gut? Cheese der X, bei mir ist alles super. Und bei dir? Erstmal 10 Brötchen kaufen, ja, ich so. So, wir haben theoretisch noch 1, 2, 3, 4, 5, so Dreiecke an Blätterteig übrig, falls wir noch irgendwo was brauchen. Ich würde es jetzt aber tatsächlich einfach mal probieren, die Füllung drauf zu machen. Wird schon schief gehen, oder? Alles blendend, das ist super. So, ich brauche kurz einen Untersetzer. So, nehmen wir mal kurz. Ich habe definitiv zu wenig Platz. Das ist immer das Gleiche. Kein Platz. So, schaut mal. Also, ich zeige es dir noch mal kurz. So sieht die Füllung aus. Jetzt aktuell also Spinat mit Käse. Ein bisschen eine Zwiebel ist drin und eine Knoblauchzehe und... Oh, ich hoffe, das war nicht so laut, sorry. Und ein bisschen Gewürze. Also ein bisschen Curry, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz ist drin. Irgendwie bezweifle ich, dass die ganze Füllung reinpasst. Ja, das könnte schwierig werden. Alles super, Blätterteig mit Feta Spinat hatte ich heute auch schon zufällig. Ach, wie geil, cool. Da hatten wir den gleichen Gedanken, würde ich sagen. So, jetzt... Oh. Okay, also wir gucken jetzt mal. Ich befürchte halt, wie gesagt, meine Befürchtung ist, dass es jetzt dann hier alles gleich runterläuft. Und ich glaube, ich muss hier auch noch ein bisschen Platz lassen, weil wir müssen das ja dann hier so umklappen. Uiuiui. Ich habe hier auch mit den Kabeln, ne? Also hier hinten ist ein bisschen blöd. Da musst du dann gleich noch gucken, weil da das Kabel von der Kamera auch gerade ist. Man könnte alternativ auch ganzen Kümmel, wenn man es mag, auf den Blätterteig streuen. Aber je nach Geschmack. Ich glaube, ich habe nur... Ich gucke gleich mal, was ich noch da habe. Ich weiß nicht. Oh, schmeckt aber gut, ne? Ich habe gerade mal probiert. Also wenn da Füllung übrig bleibt, die esse ich auch so. Die schmeckt sehr lecker. Ich muss gestehen, ich hatte die Kombi noch nie davor. Spinat mit Feta-Käse. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gegessen habt oder irgendwie so in die Richtung. Ich muss gestehen, das ist quasi mein erstes Mal in der Kombi. Aber es schmeckt richtig, richtig lecker. Ich war früher mal nicht so der Spinat-Fan. Das war immer mehr so der Zwang. So bei uns war immer so Fischstäbchen mit, jetzt muss ich überlegen, mit Kartoffelbrei. Und Spinat, das war immer so die Mischung, die ich von meiner Mutter früher immer gemacht habe. Und man hat halt den Spinat immer dazu gegessen, weil man ihn essen musste. Aber ich habe gemerkt, so in den letzten 2-3 Jahren, dass ich irgendwie sehr, sehr gerne, also jetzt nicht jeden Tag, aber wenn ich ihn mal esse, dann esse ich ihn voll gerne, den Spinat. Halt fürs Auge, wie soll das später aussehen, wie ein Ring? Ja, genau, es sollte so ein Ring werden. Dominik, hallo. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß hier mal weiter. Wie's geht's denn? Alles klar, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Schön, dass du da warst. Peter ist, glaube ich, auch Spinat-Peter-Mischung. Ja, stimmt. Nika wird erwachsen. Ja, ist echt so. Ist so. Die kleine Nika wird erwachsen. Ich sag's euch. Auf einmal magst du Spinat. Ich gucke jetzt erstmal, dass überall so ein bisschen was dran ist. Dann gucken wir mal, wie viel noch übrig ist. Und dann verteilen wir das noch irgendwie. Ja, es läuft halt wirklich, das, was ich befürchtet hatte, es läuft hier runter. Machst du da nicht zu viel rein? Naja, da muss ja ein bisschen was dran, oder? Herr der Ringe, Nikas Version. Vorsicht nicht, dass der gleich ein Gollum auftaucht. Also ich würde vorschlagen, dass Spinat nur in Maultaschen lecker ist. Hey, ich finde, nee. Also ich muss sagen, ich mag Spinat auch so ganz gern. Oder morgen den Rest mit Kartoffelpüree. Ja, das sieht aus wie die Kette von Black Panther.
Ich denke auch, das, was übrig bleibt, aber das ist nicht schlimm. Ja, das ist halt jetzt hier tatsächlich einfach ein bisschen doof, weil es da immer runterläuft. So, gerade da ist jetzt besonders... Da, glaube ich, versuche ich gleich zu falten, weil da, wie gesagt, das Ding, wie heißt, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Der Ständer von meinem, also ist ja eine Handykamera, wo das quasi drauf ist. So, die ist sehr, sehr nah mit den Kabeln alles. Ich glaube, da gucke ich gleich, dass ich da möglichst früh falte. So, ich probiere das jetzt einfach mal. Maxwell, guten Abend. Stativ, danke. das früher und heute einer der billigsten Essen, Spinatfischstäbchen, Kartoffelpüree und Ei, aber schmeckt... Ja, das ist so ein richtiges Kindheitsessen für mich. Ich bin immer noch der Meinung, dass da zu viel drin ist. So, gucken wir mal. Okay, ich glaube, ich versaue mir auch irgendwie gleich meinen Pulli. Also. Ja, aber wie machen wir das denn jetzt so runter vielleicht? Ja. Ich weiß ja nicht, ob das überall funktioniert. Minden, guten Abend an alle. Schön mit Gefühl. Das Spektakel gucke ich mir an und dann gehe ich eben schnell essen. Okay, alles klar. Es schmeckt echt sehr lecker. Ich habe es ja gar nicht abgeschmeckt gehabt, ne? Aber ich muss sagen, so die Würzmischung ist sehr gut. Ich habe mich ja daran gehalten, was im Rezept stand. Ist irgendwie gut, also ist nicht zu viel, nicht zu wenig, so ist echt lecker. Es funktioniert besser, als ich gedacht hätte, Leute. Ja gut, vielleicht habe ich manchmal echt ein bisschen viel. Ich gestehe es mir ein. Weil man hier auch so ein bisschen Lücken hat. So seht ihr das? Da kommt es so ein bisschen durch. Schmeckt einfach echt lecker. Ich glaube, ich esse, während das im Ofen ist, esse ich die restliche Füllung, die hier übrig geblieben ist. Ich versuche auch, ich weiß nicht, ob ihr das seht, die Spitze sozusagen, immer so ein bisschen noch hier so drunter zu stecken. Aber es schaut doch bis jetzt ganz gut aus. Ich hoffe, ich kriege das dann auch noch rüber transportiert im Ganzen. Ohne, dass mir da irgendwas kaputt geht. Könnte man da auch Hackfleisch statt Feta reinmachen? Du kannst ja reinmachen, was du willst. Also klar, definitiv. Das wird sowas von eskalieren. Mini-Mohn-Muffins, meinst du? Raffiniert? Danke, Thompson. Nasch nicht zu viel, sonst bist du gleich satt. Ich bin echt auf das Ergebnis gespannt. Ich aber auch. Am besten beim nächsten Mal mit einem Spritzbeutel portionieren. Das wäre auch mal eine Idee gewesen, Henry. Ja. Das ist tatsächlich, das wäre... Da habe ich nicht dran gedacht, ja. Das wäre bestimmt gut. Ich glaube, das hätte sehr gut funktioniert, tatsächlich. Es ist auch flüssig genug. Das ist, glaube ich, echt gut. Also, dass man es auch rausbekommen hätte. Zieh doch gleich auf ein Backblech, in dem du Backpapier mitziehst. Du bist wie ich beim Essen, ich esse auch immer alles, was übrig bleibt. Jo! Aber es gehört dazu, komm schon, es gehört dazu. Ja, hier hinten ist ein bisschen schwieriger. Ich falte jetzt einmal kurz fertig. Jetzt habe ich hier Blätterteig am Finger. Ich habe noch drei Ecken. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Oder drei Spitzen sozusagen. Jetzt klebt es hier an meinem Finger. So, wartet mal. Das ist theoretisch die letzte. Oh. Ja. Ah, die ging jetzt am dürfsten, aber es ist echt ein Ring geworden, ne? Wartet mal. Hier, dass ihr das hier auch mal seht. Also so. Ah, so sieht ihr den ganzen, ne? Es ist ein ganzer Ring geworden. Jetzt muss ich ihn noch transportieren und in den Ofen bekommen. Blätterteig mit Spinat und Feta, das muss einfach gut schmecken. Bin mir da ganz sicher. Ich denke eigentlich auch tatsächlich. Nighty Soul, guten Abend. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
High School Musical Forever. Jawohl, danke für dein Follow. Hast du sehr schön gemacht. Dankeschön, Martin. So, ich wasche mir einmal kurz die Hände. Hab überall Spinat. So, und zwar... Jetzt muss ich kurz gucken, ob das funktioniert. Doch, das funktioniert. Seht ihr das? Ja, okay, da hinten muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich habe das grundsätzlich nämlich jetzt hier drauf. Wartet. So. Und jetzt habe ich das nämlich auch schon auf dem Backblech. Also seht ihr das? Da ist jetzt das Backblech unten drunter. Richtig gut. Jetzt können wir noch das Eigelb, also das Ei trennen. Wir brauchen nur das Eigelb drauf pinseln. Und dann, weiß ich nicht, was habt ihr denn für Vorschläge? Was kann man als Sesamersatz benutzen? Oder was könntet ihr euch vorstellen, was vielleicht auch geschmacklich gut dazu passt? Also es ist Blätterteig, Spinat, Feta, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, bisschen Curry. Ich habe mir vorhin auch schon überlegt, ob man vielleicht so ein bisschen Oregano drauf machen soll. Ich weiß aber nicht. Zauberi. Wird auch sehr gut gemacht. Dankeschön, Eddie. Sesam habe ich. Kreuzkümmel. Ich muss gucken. Habe ich Kreuzkümmel? Müsste ich schauen. Mondstreusel? Nee. So, wir nehmen einfach kurz. Ich habe da jetzt irgendwie zwischen den Zähnen, glaube ich, auch Spinat. Oregano würde verbrennen. Auch wieder richtig, ja. Vorsichtshalber zwei Teller. Teller sage ich schon. Tassen. So. Also. M&M's. Musst immer einen drauflegen. Haha. Da ist er. Ja, ich habe gerade mein Pinsel gesucht. So, ich habe jetzt hier, man sieht nur ein Eigelb drin. Sieht man das? Ja, die Tasse ist ein bisschen dunkel, aber ich glaube, man kann es erkennen. So, ich muss es mal kurz... So, und damit pinseln wir das jetzt ein. Gibt halt dann auch noch eine schöne Farbe, ne? Durch das Eigelb soll es theoretisch so richtig schön so goldbraun sozusagen werden. Theoretisch. wenn ich sie bekomme zur Farbe, da hat er sie recht. Hab gerade Opti-Grill abgeholt, den du auch im Stream hast. Oh, sehr cool, da wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Also ich finde ihn gut. Ich finde immer so, also bei mir selber, ich könnte ihn noch deutlich öfter benutzen. So, ich benutze ihn noch manchmal ein bisschen zu selten eigentlich, aber er kann echt viel und er ist, also es funktioniert richtig super. Bin gespannt, was du sagst. Ob du auch damit zufrieden bist. So. Hier noch ein bisschen. Es hört sich voll so an, als ob ich Werbung dafür machen würde. So, aber ich finde ihn halt wirklich gut. M&M's Crispy Beste. Jetzt wird die Sonne gelb. Man könnte Speckstreusel drauf machen. Nika mischt das Eigelb doch mit etwas Milch oder Joghurt, dann ist es nicht so trocken, sieht besser aus. Ach egal. Sorry, ich habe es jetzt gerade erst gelesen. Sonnenblumenkerne, vielleicht auch der Kranz. Habe ich leider auch keine da. Erdnusssplitter könnten auch passen. Was habe ich nicht, Leute? So gut ausgestattet bin ich dann doch nicht. Sowas kaufe ich irgendwie immer erst, wenn ich weiß, dass ich es brauche. So, jetzt ist doch eigentlich relativ gut angemalt. Angemalt. So. Jetzt ist die Frage, machen wir irgendwas drauf oder lassen wir es jetzt einfach so?
Red Beer, hallo, wie geht's dir? Nach ein paar Blümchen als Deko schon kann man das optisch in die Haustür hängen. Mandelsplitter, Kürbiskerne würden auch gern. True. Oh, ich hab euch auch lieb. Ja, das ist halt jetzt echt ein bisschen blöd, ne? Adventskranz, Speck, Aloha, Chris Plays Live, Hallöchen. Oh, und danke für dein Follow. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, Leute, ich habe keinen Speck. Ich bin jetzt gerade eher so auf der Schiene, ob ich irgendein Gewürz oder sowas noch oben drauf machen soll. Klingel beim Nachbarn und frag, was er so da hat. Nee, 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 das lassen wir lieber. Mich ärgert das so. Das ärgert mich wirklich. Ich könnte, ja... Wahrscheinlich, die Gewürze verbrennen halt wahrscheinlich, ne? Ja, sagt Sam auch. Ja, dann muss ich es aber so lassen, weil ich habe nichts anderes großartig da. Ja, dann lassen wir ihn so, oder? Käse? Lass es einfach so. Nee, Käse habe ich auch keinen da. Also kein so, wie sagt man, Streukäse. Okay, ich habe Hunger, klick auf Twitch, finde eine Köchin irgendwie cool und kontraproduktiv zugleich. Kann ich verstehen, ja. Aber vielleicht kannst du dir ja schnell was zu essen machen. wenn wir am Nachbarn klingeln, dann nur mit Zwiebelbrille. Käse, grobes Salz? Ja, grobes Salz hätte ich da. Meint ihr, ich soll grobes Salz drauf machen? Schablettenkäse, Parmesan? Ja, da hätte ich so ein bisschen was da, aber... Grobes Salz? Soll ich grobes Salz drauf machen? Das Huhn brutzelt. Oh, okay, okay, okay. Ja, dann heißt es nur ein bisschen Geduld. Feder schon genug salzig? Ich würde sagen, lass es so. Ist wahrscheinlich am einfachsten. Dann, okay, dann lassen wir das so. Wir schieben das jetzt so in den Ofen. Und wir gucken einfach, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So, also, so sieht er jetzt gerade aus. Hier, wartet, so sieht er ganz aus. Jetzt kommt er in den Ofen. Ich habe schon vorgeheizt auf 200 Grad, Ober-Unterhitze. So. Und da kommt er jetzt. Jetzt muss ich kurz gucken, wie lange der braucht. Rein jetzt da, ich würde es Tape drauf machen. Besser so, würde ich sagen. warte, wie lange braucht das? 20 bis 25 Minuten. Kannst du einen Timer für 20 Minuten stellen? Okay, sehr gut. Ja, dann heißt jetzt, wir warten jetzt und dann gucken wir mal, wie es wird. Und in der Zeit kann ich die Füllung essen und mich mit euch unterhalten. So, also die schmeckt schon mal gut, muss ich echt sagen. So, sehe ich alles? Ja, ich sehe alles. Blätterteig, ihr schnell kannst du da die Cam hinstellen. Wo? Vor den Ofen oder was? Da sieht man nichts. Ich bin eben essen, bis spät da. Lass dich schmecken, Keybox. Also man merkt auch schon hier, so es ist, also wie soll ich das sagen? Es ist, man merkt, dass es salzig ist, so ein bisschen, aber nicht zu stark. Und man merkt auch so ein bisschen so den Pfeffer. Aber es ist so eine gute, leichte, wirklich leichte Schärfe. Nicht viel, nicht schlimm. Finde ich gut. Ich glaube, ich darf nur wirklich nicht alles essen, sonst esse ich gleich nichts mehr. Von dem Kranz. Ich muss mir was für morgen aufheben. Wieder sieht man nichts. Ofen ohne Fenster oder wie? Nee, Quatsch. Aber der ist dreckig. Ich hasse Ofenputzen, bin ich ganz ehrlich. Nur Säure? Die Reste lagen noch für Minigranz. Aber ich habe keinen Blätterteig. Also, naja. Das sind noch 1, 2, 3, 4, 5. Mit 5 Dingern, glaube ich, da schafft man nicht mehr viel. Aber ich könnte... Meinst du, ich soll da noch so Dinger dann draus machen? So kleine...
So Taschen, ja. Lass dir die Blumen schmecken, dankeschön. Dann kommt der Spruch, ich habe da schon mal was vorbereitet und ist fertig. Ja, genau, genau. Nee, so ist es bei mir leider nicht. Das finde ich, es macht zwar Sinn im Fernsehen und sowas, das habe ich nämlich auch schon mal gedacht, aber dann hast du ja alles doppelt. So, wenn man quasi das halt so vorbereitet, also einmal schon quasi fertig hat und dann einmal noch die Zubereitung zeigt, aber dann hast du ja dein ganzes Essen immer doppelt so. Als was arbeitest du eigentlich, wenn man fragen darf? Ich bin IT-Systemkauffrau. Sei kreativ, ja. Bin auch gespannt. Starte wahrscheinlich mit Hähnchenbrustfilet. Würdest du sie etwas kleiner schneiden oder so reintun? Ich glaube, wenn sie dick sind, dass es dann länger braucht und der Saft rausläuft. Also da musst du dir tatsächlich keine Sorgen machen. Also wie gesagt, das Coole an dem Opti-Grill, so, ich möchte das, es ist keine Werbung, aber der erkennt die Dicke von den Fleischstücken. Deswegen kannst du die tatsächlich einfach so, wie sie sind, reintun und der berechnet sozusagen automatisch, wie lange die brauchen, um durch zu sein. Was? Ja gut, was natürlich, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du jetzt mega, also wenn jetzt das eine voll groß und das andere total klein ist, dann sage ich mal, wird das große gut sein und das kleine ist dann zu trocken. Aber ich sage mal, die sind ja meistens relativ ähnlich. Und das funktioniert echt ganz gut. Außer es ist halt Knochen, dann geht es nicht. Ja gut. Aber beim Hähnchenbrustfilet sollte im Normalfall kein Knochen mehr drin sein. Beim Community-Backen backen wir den Boden auf? Ja. Also Community-Backen wird einmal komplett alles gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie lange wir brauchen. Ich habe ja die Zutatenliste habe ich ja schon veröffentlicht. Ja, ich hoffe, ihr backt alle fleißig mit und lasst mich nicht im Stich. Ihr habt euch den aufwendigsten Kuchen gewünscht oder die aufwendigste Torte. So, da müsst ihr jetzt auch alle fleißig mitbacken. Wir machen alles komplett, ja. Also wir machen Bodenfüllung. Ich versuche es auch zu dekorieren. Sieht bei mir immer nicht so geil aus. Sollte der nicht gelingen, habe ich fertigen Boden gekauft. Geil, das hätte ich vielleicht auch machen sollen. Da bist du besser vorbereitet als ich. Ja, aber nee, ich mach tatsächlich alles. Muss man das Ding nicht einmal vorheizen, um das ganze Öl und sonstige Stoffe rauszubrennen? Nee, die ist beschichtet. Der Opti-Grill ist beschichtet. Sowas wie Maultaschen damit machen. Nur mit dem Restteig und dann ab in den Ofen. Wann ist das Community-Backen? Community-Backen ist diese Woche am Sonntag. Sonntag, 11 Uhr, wie immer, geht's los. Dann wird eine Schwarzwälder Kirschtorte gebacken. Wollte eigentlich schon Tiefkühlkuchen kaufen, genau. Und dazu schaut mal, wie toll meiner geworden ist. Und ich hätte sie wahrscheinlich auch noch geglaubt. Danke für den Tipp. Was war bei dir das Erste, was du mit dem Opti-Grill gebraten hast? Ich glaube tatsächlich auch einfach Hähnchenbrustfilet. Wir haben aber auch schon im Stream, wir haben so Burger-Patties schon öfter gemacht. Einmal so kleine für so Mini-Burger. Und einmal haben wir so größere genommen für ein Big Mac-Sandwich. Und so habe ich halt tatsächlich schon öfter so Hähnchen drauf gemacht. Ich glaube, ich habe auch schon einmal so Bratwürste drauf gemacht. Das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Ja. Dann schaue ich auch mal vorbei. Sehr cool. Sonntag 11 Uhr, eine sehr christliche Zeit. Ja, schon. Für Schwarzwälder Kirsch habe ich immer alle Zutaten im Haus. Ja, ich habe auch extra, ich hatte ja keins mehr, hier steht sogar hier, extra Kirschwasser noch gekauft. Ich glaube, ich habe jetzt auch alles da. Also ich habe Mehl gekauft, Kirschwasser, Schokoraspel, die Schattenmorellen, Sahne. Den Rest, glaube ich, habe ich zu Hause, aber... Ja. Ein Poltergeist, hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So, okay, ich wollte, dass wir hier nochmal kreativ sind. Ja, wir können das dann nochmal ausprobieren. Und die dann vielleicht im Nachgang noch irgendwie noch in den Ofen packen. Aber wie macht man so eine? Die sind halt jetzt trotzdem schon geschnitten, ne? So, probieren wir mal aus. Ja, ist schon wieder so viel, ne? Ich bin so
wahnsinnig kreativ. Da muss ich ja dann 12er-Pack Kirschwasser kaufen. Nachkaufen. Nee. Alles doppelt gekauft, falls was schief läuft. Welche Größe willst du machen? Meinst du von der Springform? Ich kann mal kurz, ich habe mir ein Rezept rausgesucht. Warte, ich guck mal kurz, was da drin steht. Oh, ich hoffe, da steht der überhaupt drin. Aber im Normalfall schon. Naja, steht eine Torte. Ist immer gut. Ah, hier, 26 cm Durchmesser Springform. Genau. Mr. Riding HD, hallöchen. Ja doch, wenn was überbleibt, wird doch der Koch damit abgefüllt. Das dürft ihr gerne machen. Dann Nika, noch einen schönen Abend. Möge der Kranz gelingen, einen kreativen Stream hatte. Dobson, vielen lieben Dank. Dir auch noch einen schönen Abend. Schön, dass du reingeschaut hast. So, da sieht man halt sehr viel durch, ne? Ich weiß nicht, wie man das irgendwie am besten machen kann. Wenn ich hier unten was reinmache und die so zusammenklappe. Weiß nicht, ob das besser ist. Ist ja, glaube ich, noch schlimmer. Könnte das natürlich auch so rollen, ne? Irgendwie. Ja, nee. So und dann so. Und ja, das haut halt auch nicht ganz hin, ne? So vielleicht irgendwie. Ja. Aber dann kommt es halt trotzdem hier an den Seiten raus. Dachte, du wolltest es essen. Ja, aber ich habe noch den Blätterteig übrig. Ich habe ein Rezept für eine 28er Springform, habe es halbiert, dann nehme ich eine 20er Form, habe 6 Leute damit zu kämpfen. Ja, das ist halt immer das. Die ist halt sehr mächtig. Also das ist auch, wenn sich die Zutatenliste angeschaut hat, da kommt 1 Liter Sahne rein auf den ganzen Kuchen. Also es ist viel. Die meisten essen halt dann auch nur ein Stück oder 2 Stück, ist meistens so das Maximum. Und deswegen, das ist halt dann immer so ein ganzer Kuchen oder eine ganze Torte, ist halt immer sehr viel. Länglich wie im Croissant rollen, einfach bei der Hälfte falten. Ich glaube, dafür ist es ein Ticken zu klein für das Croissant. Aber wie soll ich einfach halbieren? Das habe ich gerade versucht, also so einfach quasi. Aber dann hast du trotzdem hier eine große Lücke und da irgendwie auch. So, da kommt es auch voll raus. Nicht mit dem Kirschwasser sparen. Ich glaube, ich packe einfach auch die 0,7 Liter 3 bis 4 Stück. Oh, okay. Das habe ich aber nicht. Ja, ich keine Ahnung, so ist es. Ich weiß nicht, wie man die hier am besten noch machen soll. Das ist ein bisschen, also so hattet ihr gemeint, ne? Das hatte ich auch schon gedacht. Aber dann hast du halt, ich weiß nicht, sieht man das? Ah, wo muss ich es hinhalten? Also hier halt ein großes Loch und hinten halt auch so. Ist so ein bisschen schwierig. Ich könnte das irgendwie noch hier so ein bisschen zumachen. Okay, es sind hier sehr kreative Sachen. So. Hier, das schaut anders aus. Das ist alles, hier, das ist ein Unikat. Mit dem Pizzaschneider kann man die großen Öffnungen schließen, glaube ich. Ich habe keinen Pizzaschneider. Selbst püriert oder selbst gekauft. besser zu viel als zu wenig. Mach Eigelb auf den Rand und drückst zu. Sag ich auch immer. Also am schönsten sieht ja immer noch das aus, finde ich, wenn man hier so links und rechts so zuklappt. Dann hat man so hier so ein kleines Loch. Aber es sieht irgendwie am schönsten aus. Was möchtest du machen? Du hast einen kreativen Mensch gesucht? Ich? Ja, du, ich habe halt hier noch Reste übrig. Die gucke ich gerade, dass ich sie irgendwie noch verbrauche sozusagen. Aber mal schauen. Im Notfall kann ich sag mal, essen wird man es immer können, ne? Auch wenn es nicht schön aussieht. Es gibt jetzt 2 VIPs. Was? Nö, es gibt mehr VIPs. Also sind halt nicht da.
Füllung auf einen Teil, anderen Teil drauflegen, die Enden mit der Gabel zusammendrücken. Das hätte ich mal machen sollen. Jetzt zu spät. Martin, ich trinke gleich noch einen Schluck für dich. Ich mache nur schnell das letzte. Das letzte komische etwas. So. Jetzt wird ein Schluck getrunken. Man könnte damit Nudelspinataublauf machen. Das stimmt, ja. Die obere Tasche hat Ähnlichkeit mit irgendwas. Ich komme noch drauf. Oh je, Mini. Jetzt kommen irgendwelche versauten Sachen. Ich sehe es schon kommen. Sind das? Ja, das sind die Reste. Hast du Ei da? Nicht mehr. Ich habe nur noch ein Eiweiß, weil wir das Eigelb schon auf den Blätterteigkranz geschmiert haben. Es sind ja wie gesagt nur die Reste. Ich weiß nur, damit die Reste sozusagen irgendwie wegkommen. Hier, der richtige Blätterteigkranz ist ja schon im Ofen. Da läuft oben der Timer. Das ist schon weg. Das läuft alles aus. Dann macht auch nicht. Wie gesagt, das sind nur die Reste. Ist nicht schlimm, wenn es ausläuft. Nika packt die immer zu voll. Ne? Ja, wir müssen ja, guck mal, da ist ja immer noch ein bisschen was da. Wir müssen ja, tja, wir können ja nicht mega viel Füllung machen und dann die Hälfte wegschmeißen. Das geht ja nicht. Das geht doch nicht. Wir müssen das ja benutzen. Da muss ja was drin sein in den Dingern. Schade, dass nicht runtergefallen ist. Oh, das hätte dir wieder gefallen, ne? Hey, hoffentlich gelingt der Kranz. Ja, Stöcki, der ist schon im Ofen. Ich hoffe, es läuft nicht allzu stark aus. Ich bin gespannt. 7 Minuten noch, dann wissen wir, wie er aussieht. Das leere ich meist immer mehr weg auf der Arbeit. Ja, aber das ist ja schade. Das ist ja hier, es geht auch nicht. Hier, Essen wegschmeißen ist nicht gut. Kannst du später als Dip benutzen. Auf den Löffel in den Mund mache ich. Schmeckt immer noch gut. Langsam wird es kühl, aber es ist noch so lauwarm. Ich bin wieder da, haben wir lecker Sandwiches gemacht und Salat. Geil. Kebox, lass dich schmecken. Ich bin auch ein Fan irgendwie von so ganz einfach, aber auch saulecker, was man auch öfter so vom Bäcker oder sowas bekommt. So gute belegte Brötchen oder auch so Laugenstangen oder Brezen sind ja manchmal auch belegt. Finde ich richtig, richtig lecker. Von 20 Kilo Masse, 1 Kilo geht in den Abfluss, ist aber schon viel. Kein Flintentraum, ein Glückskeks. Kommt sofort. Ist aber krass, Zwerg. Chef sagt, schmeiß weg, okay. Hätte ich nicht gedacht. So. Kilo kannst du auch noch essen, ja, ne? Hier. So. Der nächste Glückskeks. Mal schauen, was der sagt. Also. Das Leben wird nach Jahren gezählt und nach Taten bemessen. Hört, hört. Ein sehr weiser Glückskeks. Muss ich erstmal drüber nachdenken. Ist in Ordnung. Jetzt ist der Topf leer. So. Den brauchen wir gleich noch. Mich gerade gewundert, dass es irgendwie schon so richtig
dunkel draußen aussieht, aber es ist einfach auch wahnsinnig bewölkt und es sieht so aus, als ob es halt bald schon wieder anfängt zu regnen bei uns. So, der Wind geht auch. Ah, naja. Aber ich glaube, ich habe im Wetterbericht geguckt und ich glaube, ab nächster Woche soll es ja tatsächlich mal schöner werden. So, ich weiß nicht, wie es bei euch... Gut, es ist noch eine Woche hin so. Ich weiß nicht, der Wetterbericht ist ja jetzt auch nicht so, ich sag mal, zuverlässig. Aber ich hoffe ja drauf, dass jetzt echt mal langsam schönes Wetter kommt. So, ich weiß nicht, nervt mich schon ein bisschen so. Ich ist jetzt auch so in meinem Urlaub. Gut, ich sag mal so, dadurch, dass ich jetzt hier mit den alten Möbeln, neuen Möbeln und so weiter, ich habe zu Hause ein bisschen was zu tun, ist es trotzdem okay. Aber sonst, man will ja irgendwie was machen in seinem Urlaub, will irgendwie raus und was unternehmen. Und mit dem Wetter ist es irgendwie nicht so geil. Rohes Ei, Zucker, Mehl, Salz, Backpulver, Butter und Creme fraiche. Seit dem Sturm letztens liegt der Baum zur Hälfte vor meinem Fenster, kommt kaum noch Licht rein. Oha, okay. Müsst ihr den noch wegmachen, den Baum. Mach auf Strongman, die essen auch rohe Eier. Oh, das finde ich ja so ekelhaft. So, manche machen das ja so ein Getränk draus. So, manche trinken die ja wirklich pur, manche machen da ja noch andere Sachen rein. Boah, damit könntet ihr mich ja so jagen, so rohe Eier zu trinken, essen. Boah, also wirklich. Oh nee, jeden Tag. Die Wurzel steckt noch, aber so einfach ausbuddeln gestaltet sich hier schwer zugänglich. Ja, der Regen hat mich heute erwischt, während ich auf Inline. Oh, das ist immer böse, wenn es einen irgendwie erwischt, wenn man unterwegs ist und dann vielleicht auch keinen Regenschirm oder sowas dabei hat. Ah. Das ist immer übel. Habe ich mal probiert. Eins. Also so schlimm ist es auch nicht, aber ich kann drauf. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich stelle mir die Konsistenz von dem Ei so eklig vor. Bläh. Niedersachsen fast direkt an der Elbe. Wenn du Kuchen da naschst, ja, das ist nicht schlimm, weil dann ist die Konsistenz ja anders. Also weißt du, das ist ja dann Teig. So, das finde ich okay. Aber wenn ich mir das vorstelle, ich muss da irgendwie immer an die... Das ist für mich so glibberig und... Frage? Ja, was denn? Wer ist in meiner Nähe? Dann hätte ich das Bäumchen weggemacht. Konditorenlehre, vielleicht. Ist wie Käse, die rohen Eier. Ach, nein, das kann man doch nicht mit Käse vergleichen, Sam. So Käse, hallo? So ganz anders. Woher bzw. wie funktioniert der Count dann oben? Den hat mein Mod quasi gestellt. Und der wird dann hier eingebunden und da können wir quasi immer eine andere Uhrzeit, halt je nachdem, was wir brauchen, einstellen. Dann läuft er ab und wenn er fertig ist, kommt ein Alarm. Was dumme Menschen, dumme Probe. Dann probiere ich doch kurz. Wir schauen dir gerne zu dabei. Dann probiere ich. Ja, nee. Doch, klar, einmal im Mund, zack, weg. Alarm, genau das kommt. Demnächst ist der Baustelle. Wir fragen einfach den Baggerverrater, ob der ihn kurz rausholt. Ah, das ist natürlich praktisch. Wäre super lieb von ihm, ne? Oder von den Leuten, die dann da sind. So. Gleich ist es soweit. Ich glaube, das sieht auch schon recht gut aus. Hat schon eine schöne Farbe bekommen. Brauchst du einen Teil auch? Geh davon aus. Das gibt's nicht zum Download. Über was haben wir den eingebunden, den Timer? Der ist über Tippi. Stone. Wenn du da mal guckst, den kannst du über Tippi einbinden. Das ist nichts, was du dir irgendwie extra, weiß ich nicht, custom machen lassen musst oder so. Die Masse besteht aus 60 Ei, die würde ich nicht gerne essen. Alarm! Danke, kenne mich aus. Ich glaube nicht, dass sowas machen werden wegen Versicherung und so weiter. So, Leute. Jetzt lassen wir uns mal überraschen. Erst hinten ist es so zwei Ecken, die ich glaube ein bisschen aufgegangen sind, aber es sieht grundsätzlich sehr gut aus und es ist auch nicht krass ausgelaufen, so minimal. 20 Minuten, genau, das waren 20 Minuten jetzt, ja. Ich mag die Herausforderung, weil das Band einfach mal wegrutschen kann, weil es zu nass ist. Uiuiui. So, wartet mal, ich glaube, ich stelle das hier mal ein bisschen rüber, damit ich gleich ein bisschen mehr Platz mit dem Backblech habe. Die wackelt heute schon wieder so. Ich weiß nicht, was da los ist.
Jetzt habe ich Hunger. Also das sieht gut aus. Warte, ich kann es mal kurz so halten. Also so seht ihr es schon mal. Ich stelle es mir jetzt kurz hier drunter. So sieht der jetzt aus. Der schwarze Sesam fehlt. Ich sag's euch. Der würde jetzt noch da richtig gut drauf ausschauen. Aber es sieht gut aus. Finde ich. Wo soll ich hinkommen? Kann auch sein. Naja, Versuch es wert. Zur Not eben die Kettensäge ansetzen und das selbst rausholen. Oha, sieht mega aus. Ah, okay. So, Glocken. Nice, danke. Der beste Mod, danke. Das wird dauern, aber es will man machen. Hoffentlich machen die das. Dann müssen wir es nicht selbst machen. Da fehlt Kümmel. Da fehlt Sesam. Ich würde ein Stück nehmen. Sesam jetzt erst drauf oder 5 Minuten vorher. Ich hätte das tatsächlich vorher schon drauf, aber das Problem war ja, dass ich keinen Sesam habe. Ich eigentlich Sesam bestellt habe, aber der nicht angekommen ist. Kümmel. Sesam. Aber ich würde ihn jetzt noch nicht anschneiden, damit ich ein Bild machen kann, wo er noch ganz ist, der Kranz. Also ich probiere den jetzt dann auf jeden Fall gleich. Das wird mein Abendessen nämlich. Ich habe es ja jetzt schon ein bisschen rumgesnackt. Aber das wird so mein, also nicht ganz, aber ein Stückchen davon oder auch zwei Stückchen. Aber ich würde davor noch versuchen, ein ganzes Bild sozusagen zu machen. Also vom ganzen Kranz, wo ich es dann wieder auf Instagram, Twitter und so hochlade. Aber ich sage mal, ich habe die Füllung an sich probiert, die hat gut geschmeckt. Also wie gesagt, auch mit den Gewürzen war lecker. Ich sag mal Blätterteig, ne? Wer kennt keinen Blätterteig? Eigentlich, ich glaube auch, dass die Mischung sehr gut ist. Da fehlt Erdnussbuttercrunch drauf. Sesam habe ich 50 Kilo. Ich habe extra nur kleine Packungen bestellt und ist trotzdem nicht angekommen. Könnt ihr Sesam zuschicken, habe noch ein paar Kilo hier. Ich habe extra kleine Packungen bestellt, weil ich mir nämlich auch dachte, ich benutze Sesam so selten oder quasi nie. Und ich habe nämlich auch zuerst nur so große Packungen gefunden, so Kilo oder so, und mir gedacht habe, nee. Und dann habe ich kleine gefunden und dann kommen sie nicht pünktlich. Naja. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz noch nach einem Raid-Ziel. Ich sehe, dass der Carol noch streamt hier. Kitchen Experiments. Dem würde ich tatsächlich raiden. Der hat heute Geburtstag, Leute. Also wenn ihr mit raidet, dann wünsche ich ihm nochmal alles, alles Gute zum Geburtstag. Das würde mich sehr freuen. Und ich mache ja bei dieser ja, Koch-Challenge What the Fork mit. Und da ist er heute am Start. Er ist dran. Aus diesen besonderen Zutaten was zu zaubern. Kennst du Finoteig? Ich kenne ihn, aber ich habe noch nie damit gearbeitet. Wie geht's denn, Dinos? Noch alles super. Soll er seine Pflanzen gießen? Ja! Aber das wird nicht schlecht oder sowas. Das hält ewig. What the fuck? Oh mein Gott. Ja, richtig. So, den Namen finde ich auch sau cool. Und das ist eine coole Idee. Und deswegen würde ich sagen, raiden wir zu ihm rüber. Wolltest du gerade was sagen? Nee, oder? Achso, ja, ja, kannst du. Soll ich dir ein Rezept schicken? Ja, kannst du gerne mal machen. Kannst du gerne mal machen. So, also wie gesagt, wir raiden zum Carol rüber. Er hat Geburtstag, also alle lieb zu ihm sein, ja. War ein schöner, lustiger Stream oder zwei Streams. Wir haben ja heute auch schon gezockt. Nächster Stream wahrscheinlich am Freitag. Mal gucken, ob ich noch irgendwo ein Spielestream reinbringe. Ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie es zeitlich schafft. Aber ja. War schön zu sehen. Macht dir einen guten Abend. Ihr euch auch. Lob, Nika, lasst dir schmecken. Dankeschön. Schönen Abend. Dann, genau. Ja, Freitag gibt's Ramen. So, und Sonntag nochmal Community backen. Wenn ihr mitmachen wollt, würde mich freuen. So, dann bis dann. Tschüss.